So, da wären wir wieder vor dem Brunnen, alle frisch ausgeruht, wieder lebendig und Minsk hat unterwegs ein Level-Up gehabt. Das machen wir auch nochmal schnell. Aber keine Waffenfertigkeiten, nur Lebenspunkte. Na gut, dann bereiten wir uns ein bisschen vor, bevor wir da runtersteigen. Und zwar Segnung auf die Gruppe und du kannst mal Schutz vor Bösen auf dich. Und du machst mal Spiegelbilder auf dich. So. Und dann schauen wir noch mal. Viele Türen und ein Bodengemälde. Soll das ein Zwerg sein? Und ein Gargoyle. Vielleicht sind in jeder Richtung denn die dementsprechenden, was auch immer das sein sollen. Ist das ein Typ mit so einer russischen Wollmütze? Na egal. Bücher liegen da auch noch. Ja, und die Buffs sind schon weg. Die sind so sinnlos. Zu jung zu kämpfen, doch nicht zu sterben. Gab's keinen drin für ihn. Fuerneboll, meinen Erben. Also ich gehe mal davon aus, dass es die Tagebücher von dem Oberzwerg sind. Das heißt, einer der Söhne schon mal Fuerneboll. O'Kiel. Clanprinz dieser düsteren Runde. Das ist der zweite Sohn. Ihr macht den Tod zu eurer besten Stunde. So, das heißt, er hat sich gut geschlagen in seinem letzten Kampf. Aber ich lasse sie mal liegen. Hier scheinen ja ein paar viele davon zu sein. So, das ist noch ein Spiegelbild von Dünner hier. Gehen wir weg. So, da geht's hoch. Da hast du. Die Tür ist das einzige ist offen. Das Buch lesen wir dann auch mal, weil wir da ja lang gehen wollen. Wut und Zorn bewegen ihn nicht länger. Gefühllos ist er, der verräterische Doppelgänger. Ja, gefühllos zwangsweise, weil die Doppelgänger wurden ja alle umgebracht von Durlak. Das ist ja die Geschichte des Turms, dass alle seine Angehörigen von Doppelgängern übernommen wurden und er dann alle umgebracht hat. Und deswegen wahnsinnig geworden ist. Na gut, dann gehen wir mal da lang, aber nicht mit Gerogon vorne, sondern immerhin schön schauen auf. Schaut schön nach Fallen. Der Rest ordnet sich dahinter mal so ein bisschen an. So. Bisher keine Falle. Da ist ein komischer Teppich. Noch so ein Gargoyle. Aus dem verwobenen Tiefe des Wandteppichs. Wandteppich? Das ist ein Bodenteppich. Starrt euch die zusammengekaute Gestalt eines Doppelgängers an. Ach so, das soll ein Doppelgänger sein. Na gut. Sein Blick scheint euch zu folgen und manchmal zu den mit Spinnenweben bedeckten Statuen an beiden Seiten zu schweifen. Welche Statue? Hier sind Dutzende. Ah, da geht schon mal was. Das sind nur Köpfe. Das ist ein Globus und Knochen. Ja, wir suchen weiter nach Fallen. Ah, da ist die andere Statue. Ja, macht Sinn. Direkt nebenan. Da sind auch noch Geheimtüren. Na gut. Was ist im Globus? Wir hatten nach Fallen geguckt, sogar ziemlich lange. Ah, na gut, Düne hier. Sie hat auch noch die Pfeile, mit denen man das auflösen kann. Die Pfeile des Zauberbrechens. Na gut, dann machen wir einfach mal Magiebrechen dahin und hoffen das Beste. Ja, also. Garstige Falle. Gut, dass wir immer nur mit Immuen vorlaufen. Sonst hätte die jetzt schon wieder angegriffen, ihre teuren Pfeile verballert. So, Heiltränke sind immer gut. So. Drücken wir die Statuen. Erstmal die Türen versuchen aufzumachen. Geht nicht. Nee. Okay, braucht man einen besonderen Mechanismus. Wahrscheinlich die Statuen. Du auch. Die Türen sind alle zu. Die auch abgeschlossen? Abgeschlossen. Abgeschlossen.
Abgeschlossen. Na gut, also eine Statue da, die Statue macht wahrscheinlich die Tür auf und die Statue die Tür da. Gucken wir noch mal. In den Räumen ist das widerhallende Geräusch aufeinander malender Steine zu hören. Ganz in der Nähe hat sich eine Tür geöffnet. Okay, nee, hat sie nicht. Ah. Also ganz in der Nähe war es dann wohl doch nicht. Oh, die Tür ist aufgegangen. Na gut, also die Statue, die Tür, merken. Alle wieder da rein und immer in fallensuchender Weise dahin. Was ist das? Sparring Dummy? Nein, immerhin. Das ist nur eine Trainingspuppe. Machen wir die AI aus. Und was war das? In den Räumen ist es wieder ein Geräusch aufeinander malenden Steinen zu hören. Ganz in der Nähe hat sich eine Tür geöffnet. Oh, wenn man die anschießt, gehen Türen auf. Ja, die ist aufgegangen. Das kann ja lustig werden. Aber wir haben hier schon die zwei Statuen, mit denen man Türen aufmachen kann und zwei Trainingsdummies. Aber ja, such mal weiter nach Fallen. Ihr stellt euch so hin, dass Düne hier einigermaßen geschützt ist. Weil da geht's nach oben, da können keine Gegner herkommen. Die beiden Türen sind schon mal offen, da können welche herkommen. Noch mehr Knochen. Eine dritte Trainingspuppe. Oh, ho, 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 ho. Hier jede Menge Pfeilen. Weg, 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 weg. Und wenigstens ist keiner davon so schwer. Oh, man kann die auch noch plündern. Jo, schick mir leider das Inventar voll. Dann kommt doch mal das zu Düne hier. Die Tränke können alle zu Khalid. Der hat ja momentan Platz, ne? Jo, jede Menge. Hä? Ne, wir wollen zu Immon. Der kann nicht damit rauf. Das müsste Frostriesenstärke gewesen sein. Was sind das eigentlich für Pfeile? Irgendwie will ich immer alle Pfeile zu Yahira packen, wegen dem Bogen in ihrem Bild. So, Pfeil der Detonation. Merkmal 6W6 Explosionsschaden. Das ist ein Feuerball. Schön, schön. Die bewahren wir uns für was Besonderes auf. Aber das dauert immer so lange, extra ins Inventar zu gehen. Der Kampf geht ja währenddessen weiter. Also mal spontan eben damit schießen ist nicht. Na gut. Dann wolltest du den zu Ende plündern. Schön viele Pfeile. Was hast du dabei? Ha. Oh. Oh, Spruchrollen, aber von Klerikern. Die können wir mal Gerogon geben. Der dürfte sie auch sprechen können als Paladin. Gucken wir mal kurz. Ne, den da nicht. Kannst du den lernen? Ja, schick. Was macht der? Otilukes elastische Kugel. Wird das Opfer von einer schimmernden Kugel umgeben, die das entsprechende Wesen vollständig umschließt. Wenn dies sich nicht erfolgreich gegen den Zauber wehren kann. Okay, wenn sie es nicht wehren kann. Das eingeschlossene Wesen bleibt für die Dauer des Zaubers in der Kugel. Die Kugel ist absolut unempfindlich gegen jegliche Störeinwirkung. Kann nur durch Magiebannen gebrochen werden. Die in der Kugel gefangene Kreatur ist vollständig vor Angriffen geschützt, kann jedoch gleichzeitig die Außenwelt nicht beeinflussen. Mal praktisch, die lernen wir nochmal. So, du hast noch was. Feuerpfeile, davon haben wir schon ein paar. Pfeil plus 1 auch. Aber wir wollen weiterhin die Eispfeile benutzen. Obwohl, nee, wir können langsam mal Feuer wechseln. Eis sind nur noch 100. Okay, jetzt sind wieder ein paar mehr. Säurepfeile machen noch mehr Schaden, aber die wollte ich mir eigentlich aufbewahren für die unterste Ebene oder so. Das müssten Pfeile plus 2 sein. Jo. Ach ja, die wunderbare Welt des Inventarsortierens. Ich weiß, ihr liebt das. So, und oh, Heiltränke. Schön, schön. Können wir uns langsam angewöhnen, die zwischendurch einfach so zu trinken, um unsere Heiler ein bisschen zu entlasten.
So, die Tür. Ist da eine Tür? Ja, da ist eine Tür. Aber auch zu. So, also wie war das jetzt? Die Statue hat die Tür aufgemacht. Und wir haben gegen eine von den dreien geschossen und dann ging die Tür auf. Okay. Welche war es denn? Meine Klinge würde euch zurechtstutzen. Wow. Beim Hauer Moradin. Und wir haben was aktiviert? Also erstmal dreimal irgendwelche Türen und jetzt das hier. Ah, Fuernebol, mein Sohn. Tauscht euren Bogen gegen eine Flöte und spielt etwas Trauriges für euren Vater. Ich bitte euch. Immon ist kein Zwerg. Oh. Warum zögert ihr, mein Kind? Hinter diesem Bart versteckt sich das Gesicht eures Vaters. Also zum einen bist du nicht mein Papa. Zum anderen bist du auch garantiert nicht Dolak Trolltöter, weil der ist tot. Und zum anderen hast du gerade ein Dimensionstor gesprochen. Was auch ein bisschen irritierend ist. So, oh, die Tür ist zu. Lauf mal weg, Imrin. Schnelligkeitstrank und gib ihm. Weil so alleine gegen was auch immer kämpfen. Ah, Feuer über euren Vater, Zwergling. Tss, bringt mich nicht zum Lachen. Das ist ein Doppelgänger. Merkt man an dem Lispeln. Stinkende Wolke, Rettungswurf tot. Oh, der hat wohl hier im Raum die Wolke geworfen. Und die Training-Dummies werden jetzt davon auch betroffen. Ah, arme Trainingspuppen. So, schön zurück zur Gruppe. Und zusammen können wir dann in seine Richtung gehen. Aber er schafft alle Rettungswürfe. Schade, schade. Auch wenn das dann nur eine Schlafwolke sein kann oder... Ja, es kann nur eine Schlafwolke sein. Sonst würde er Schaden bekommen. Weil der Schaden ist immer da bei der einen oder anderen Wolke. Ich glaube, der stinkt, war das. Haben wir die? Können wir mal kurz nachgucken. Nee. Na gut, dann... Oh, Düne, hier kann man einen kleinen Feuerball da reinschmeißen. La la la, la la la. Ja, ist ein Schlafgas. So, und jetzt wollen wir einen Feuerball da so hin. Und lauf weg. Ja, 15 Schaden. Zeit, Kotelett zu machen. Da bist du ja auch schon. Na, lass mal alle Krieger durch. Und noch ein magisches Geschoss, um die Spiegelbilder wegzubekommen. Ja. Oh, und die AI sollte man wieder anmachen. Das lief doch gut. Ein Edelstein und noch ein Buch. Was steht denn in dem Buch drin? Mit leichtem Schritt und ohne Gefühl, der Doppelgänger beendete meines Sohnes Spiel. Ja, wir haben langsam mitbekommen, dass deine ganze Familie tot ist. Ist ja auch schlimm und alles, aber... Gedichte, die Rätsel verstecken, sind nicht ganz so mein Ding. So. Also wir haben jetzt einen Doppelgänger umgebracht. Das ist ja schön und gut, aber eigentlich wollen wir weiter. Hier sind noch überall. Ah, genau. Da waren wir noch nicht drin. Alle wieder sammeln und dann kann immer wieder vor. Und die ist ja immer noch schnell. Aber schnell wollen wir nicht sein, wir wollen gründlich sein. Nicht wieder in rumwandelnde Fallen tappen. So, was haben wir hier? Einen Tisch haben wir schon mal. Ah, ist aus wie eine Truhe. Nachttisch, Nachttisch. Ist das ein Kamin? Oder ist das eine Garderobe? Na egal, also das, das, das und das können wir anklicken und bisher hat sie keine Falle gefunden. Und eine Geheimtür. Na gut, klicken wir mal dahin. Ein Islane Schlüsselstein. Was auch immer ein Islane ist. Und knirsch, knirsch.